wie dir selber, dann wären jetzt hier Durchbrüche drin, aber das sind keine echten Durchbrüche, das wären jetzt komplett ausgesparte Sachen. Also die Decke würde nicht erkennen, dass eigentlich ein Durchbruch hier drin ist, sondern da wird einfach keine Decke erzeugt. Das ist ein Unterschied, denn dann wird auch das nach VOB oder sowas nicht richtig berechnet. Also nochmal. Servus, grüßt euch. Ich bin jetzt schon mal auf euch gespannt, wie ihr das Ganze lösen würdet. Ich bekam vor kurzem eine Ingenieurguide-Anfrage, die war so ähnlich. Ich habe die jetzt einfach mal ein bisschen nachgestellt. Da ging es darum, wir haben eine Decke und wir haben Außenwände, in dem Fall eigentlich Geländer. Ich habe es trotzdem mit Wänden gezeichnet. Und plötzlich kam, und da haben wir mehrere Decken übereinander, eigentlich sind es drei gewesen. Und jetzt sollten wir die Decke aber anpassen, dass sie nicht mehr an der Außenkante stattfindet, sondern an der Innenkante. Und da aber alles gewölbt ist, war das eine Herausforderung für den Kunden. Wie hättet ihr das gelöst? Schreibt es in die Kommentare. Ich gebe euch jetzt Zeit zu überlegen. Für alle anderen, die nicht überlegen müssen, die sich einfach von mir berieseln lassen wollen oder von mir was lernen wollen, die sollen jetzt das Video liken, vielleicht auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann zeige ich mal, wie ich das machen würde. Aus meiner Sicht gibt es zwei gute Lösungsmöglichkeiten, die ich in diesem Fall vorgeschlagen habe. Und beide starten mit der Verdeckt-Drahtberechnung. Wir sind im Teil mit EG-Decke. Wir holen uns mit der Lupe verdeckt. Und dann kommen wir hier auf Verdeckt-Drahtberechnung. Wählen auch hier das erste aus. Okay. Hier auch das erste. Könnte sein, dass bei euch jetzt eine Meldung kommt, die habe ich schon deaktiviert. Einfach mit OK abschließen. Und dann können wir hier das Ganze mit Steuerung A alles markieren. Steuerung Cäsar können wir das kopieren. Schließen dieses Teilbild hier. Nein, nicht speichern. Und fügen es hier mit Steuerung V ein. Auch nicht mit Steuerung Alpha, nicht an der Originalposition, sondern wir gehen jetzt einfach mal hier 25 Meter drüber oder 20 reicht auch. Hier haben wir jetzt 2D-Elemente. Also wir sehen, hier ist nichts 3D-mäßiges geschehen, sondern wir haben hier 2D-Elemente und könnten jetzt theoretisch im Fall 1 einfach diese Decke neu zeichnen lassen. Doppelrechtsklick hier rein. Wir nehmen die Flächensuche. Ich deaktiviere die Inselerkennung, denn wenn ich diese jetzt aktiv hätte, seht ihr selber, dann wären jetzt hier Durchbrüche drin, aber das sind keine echten Durchbrüche. Das wären jetzt komplett ausgesparte Sachen, also die Decke würde nicht erkennen, dass eigentlich ein Durchbruch hier drin ist, sondern da wird einfach keine Decke erzeugt. Das ist ein Unterschied, denn dann wird auch das nach VOB oder sowas nicht richtig berechnet. Also nochmal rückgängig. Doppelrechtsklick auf die Decke. Inselerkennung aus. Einmal hier reinklicken und jetzt haben wir das Ganze nach der Innenkontur. Wenn wir hier hinklicken, sehen wir das. Und wir können einfach diese Durchbrüche hier. Könntet ihr natürlich auch filtern. Mit Rechtsklick habe ich die alle markiert. Rechtsklick wieder. Von hier kopieren, nach hier kopieren. Und jetzt haben wir auch die Durchbrüche in dieser Decke drin. So, dann führe ich den Befehl verschieben aus. Rechtsklick, du und du werdet verschoben. Wieder Rechtsklick. Von hier nach hier. Löschen, löschen. Problem gelöst. Wir hätten eine neue Decke hier erzeugt. Durch meinen Kopf sieht man es vielleicht nur halb, aber. Genau, aber passt. Problem wäre jetzt nur, also das könnt ihr tun, nur was wäre jetzt, wenn ihr diese Decke bereits in den Ansichten beschriftet hättet? Oder dass die Decke schon keine Ahnung, bewährt wurde, keine Ahnung, irgendwas. Also mit der Beschriftung muss man auf jeden Fall aufpassen, wenn es um Beschriftung geht. Oder mit der GUID, wenn ihr da aufpassen müsst. Ich mache jetzt mal nochmal alles rückgängig. Bis zu dem Punkt, wo wir keine 3D hier angewandt haben, sondern nur 2D. Dann würde ich das Ganze so machen, dass ich hier diese einzelnen Linien, die würde ich zu einem Polygon verbinden. Geht mit dieser Funktion Linien zu Polygonen verbinden. Wenn ihr das nicht findet, einfach über die Lupe wieder. Und dann klicke ich eine Linie an. Zum Beispiel die hier. Das wäre meine erste Linie. Und jetzt fragt mich Alplan, wo ist denn die nächste Linie? Ist es die hier? Oder möchtest du auf die Reise nach der Richtung gehen? Nach der Richtung gehen. In diese Richtung gehen. In diese Richtung würde ich gehen und wurde nicht gut erkannt. Moment. Da doch, er hat es abgeschlossen. Verschieben wir mal. Ja, wir haben hier sozusagen den Polygonzug erkannt.
Also von hier sind wir in diese Reise gegangen, Also gut, jetzt auf, also jetzt müssen wir uns beeilen, sonst glaube ich, kriege ich einen Kollaps. Ich deaktiviere mal mit dem Objektmanager die Sichtbarkeit von den Wänden, verschiebe meinen Polygonzug von hier nach hier und jetzt klicke ich die Decke mit einem Rechtsklick an und sag Schnibbeli Schnaps. Schnibbeli Schnaps. Dann fragt mich Albert, ja, was willst du denn wegschnipseln? Und dass wir jetzt hier auch die Kreise schön bearbeiten können, klicken wir hier erstmal so eine Linie an. Dann die erste Auswahl wäre für uns das Richtige. Und jetzt sagt Albert, wo ist denn euer Startpunkt? Hier oder hier? Ist eigentlich völlig egal, wir sagen hier. Und dann Escape mal einmal. Und jetzt haben wir das Ganze getrennt. Nochmal in die Objekte. Escape, Escape. Gut, hier sehen wir es. Die Decke wurde jetzt getrennt. Das heißt, wir können jetzt einfach mit Löschen diese Außenkontur weglöschen und dann haben wir es auch geschafft. Hättet ihr das genauso gemacht wie ich oder hättet ihr eine schnellere oder eine bessere Lösung? Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter, 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 Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich. Ein Ritterschlag für mich, auch abonnieren und die Glocke aktivieren.